Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Hier ist wieder Onkel Nupsi und wir sind heute wieder unterwegs mit unserem Freund Brutus in Isle of Scepter. Ja, Freunde, was ist los, was ist geschehen? Na, pass auf. Wir waren ja beim letzten Mal unten am See und haben diese Eugen... Leguano oder irgendwas geklatscht. Richtig. Da wir ja schon ein Eisenschwert haben. So ist es. So, pass auf. Wir haben gegessen, wir haben getrunken. Halt, was fehlt? Ich würde vielleicht Janziane noch mir ein Schild basteln. Rüstung ist nicht davon, ist nicht davon, ist nicht davon. Nee, hier ist nicht. Okay, wir müssen wahrscheinlich erst wieder auf Attribute. Ach, Attribute, kicke mal. Hier auch, wir können ja ausgehen. Vitalität, hau ich mal ein paar rein. Okay. Belastung ist auch nicht schlecht. Gut. So, jetzt gucken wir nach Talente. Und Talente, da geht es mir um Rüstung. Da geht es mir nicht um Rüstung, da geht es mir um... Ein Schild hätte ich gerne. Ah ja, Schilder. Hier, Schildi, kicke mal. Und die olle Holzzahl liegt mir doch sehr am Herzen. Wobei der Quatsch ist. Krieg mal hier. Also die Holzsage hat 16. Und das Ding da vorne hat 14. Also so ein Riesenunterschied ist das ja nicht. Und hierfür brauche ich keine Punkte. Was ich dafür keine Punkte brauche? Warum kann ich es denn nicht machen? Ja, wer versteht das jetzt? Okay, Talente. Weiter. Nochmal. Das Ding haben wir. Nee. Macht mich ja fertig. Warte mal, hier Rüstungsmacher. Rüstungsmacher ist immer gut. Schalten wir mal frei. Vielleicht reicht das. Nö, reicht nicht. Hm. Talente, okay. Rüstung, Deko, Bau. Rüstung. Ein Brauer, ein Rüstungsmacher. Ja, ist schon klar. Wenn wir jetzt vorhaben, eine Rüstung zu machen. Wir wollen aber keine Rüstung machen. Wir wollen Schildi machen. Schon mal gemerkt? Erforderlich? Wir haben Verteidiger. Den Verteidiger haben wir. Okay. Verstehe ich nicht. Nee, kick mal, das hier drinnen muss ich freischalten. Und warum kann ich das hier nicht machen? Stufe 10, ich bin Stufe 18. Ja, danke. Okay, kotzt mich ein bisschen an. Ich mache jetzt hier diese scheiß Holzschild. Gib noch mal Punkte aus. Ich verstehe es nicht. Ja. Ach so, und bauen kann ich es immer noch nicht. Natürlich, das macht ja auch Sinn. Ja,
Oh, leck mir doch. Leck mir doch, leck mir doch, leck mir doch. Taschen sind leer. Gegessen, getrunken haben wir. Wir haben das Schwert. Jetzt sehen wir raus und gehen weiter. Also, ich stehe hier stundenlang und versuche, irgendwas hinzubrutzeln. Die sind da wohl ein bisschen dusselig. Geradeaus ist gut. Ja, warum zweifle ich jetzt gerade dran, dass geradeaus gut ist? Das haut doch nicht hin. Ich komme doch hier niemals dahin, wo ich hin will. Naja. Naja, so kann man das nicht sagen. Ich komme schon irgendwo hin. Weil ich jetzt wieder scheiße finde, dass es dunkler wird. Ich habe extra gewartet und dachte mir, wir fangen an, wenn es hell wird. Gesagt, getan. Ja, nun ist schon wieder scheiß Wetter. Du kannst ja auch keine 10 Meter weit kicken auf den ollen Tümpelsee. Na gut, egal, komm. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das der falsche Weg ist. Ja, jetzt fragt ihr euch wieder, wenn du weißt, dass das der falsche Weg ist, warum gehst du ihn denn? Und das kann ich dir jetzt sagen. Ganz genau beantworten, weil ich halt Nupsi bin, wa? Und würde ja nicht Nupsi heißen, wenn ich nicht so eine Kacke bauen würde. Weil okay, für das Wetter kann ich nicht, ja. So geht nicht. Aber guck mal, da baut sich auch so Mahlstrom zusammen. Für den ich natürlich auch wieder nicht kann. Da ist ein Vogel. Man hätte ihn kaum gesehen, ja. Wenn der Fini rumgekräht hätte, hätte ich ihn nur nie gesehen. Also ich denke mal, das Schlechtwetter ist durch den Mahlstrom verursacht da oben. Ja, scheiß Timing von mir. So, jetzt habe ich was gehört, das hat sich nicht angehört wie ein Vogel. Das war so eben das angenehme Piepsen, aber da war vorher noch ein Grollen. Oder ähnlich. Aber Kinder, ja, wartet es. Wir hauen da richtig kräftig rauf und dann ist gut. Da ist ein bisschen was zu vögeln. Aber hier ist alles voll Vögel. Was anderes gibt's hier ja nicht, hoffe ich. Gehen hier einfach durch. Ach, hinter mir! Ah! Uah, ah! Doofe Scheißkacke! So, jetzt wissen wir, was wir erstmal falsch gemacht haben, ja? Wir sind nach oben gegangen. So ein Dreck. Guck mal, wie weit weg. Ach du Schande. Ja, wir haben überhaupt nicht gewonnen. Wir sind einfach nur nach oben gerannt, wir Dummies. Ohne ein Stück weiterzukommen.
Ach so, ja, na klar, wir könnten jetzt natürlich runtergehen, da hast du recht. Brutus? Nicht schlecht, mein Kleiner. Ah ja, ah ja, na jetzt, da sind wir. Freunde, wir sind am Teich. Ei, ei, ei. Aber da hinten ist ein Vierbeiner, der mir jetzt ja nicht so zusagt. Ich nehme erstmal die Pilze mit, weil die brauchen wir noch. Denke ich. Hier ist der Teich. Ich werde ja irre. Und seht ihr, was ich sehe? Hier steht Schwefel. Leute, Schwefel. Was bedeutet das? Kann ich euch sagen. Der Schwefel bedeutet, wir können Stahl herstellen. Okay. Ja, ich möchte aber nicht wissen, was das für ein Vieh da unten ist. Das kicken wir uns ein anderes Mal an. Ich verpusch mich wieder nach oben. Wir versuchen uns mal den Weg zu merken. Gehen wieder nach Hause. Oh, bin ich aufgeregt. Weil das Licht ja hier auch so doof ist gerade. Ah, das war schon wieder mal ja nicht, wo ich hier lang gehe, oder? Geh wieder hier rein nach Gefühl. Ei. Aber egal wie, Freunde, da unten ist Schwefel. Das ist ja die Kuppe. So, ich muss nach links definitiv. Ja. Also sagen wir mal so. Ich kann hier gut überleben. Eventuell. Hau drin jetzt das Ding. Ich kann relativ gut überleben. Bin ich schon wieder am See. Na jetzt habe ich es aber mit dem See. Kann relativ gut überleben. Kann mir alle bauen, was ich brauche. Nee, ich denke, das ist ja nicht schlecht. Dass wir jetzt hier im Dunkeln rumrennen. Sorry. Das ist so verkehrt. Ich laufe hier verkehrt. Kriegt der Mann, wo ich hinlaufe? Ich erkunde ja gleich die Insel neu. Ja, wäre auch nicht schlecht gewesen. Aber jetzt hier im Dunkeln haben wir alle nichts von. Okay, ich latsche jetzt hier rum, bis ich auf die andere Seite komme. Die Verletzungen halten sich in Grenzen. Oh, das sieht doch ganz gut aus jetzt. Hier lang? Ja. Das sieht gut aus. Da können wir hin. Oder wir sehen jetzt noch eine Ecke, die wir nicht kennen. Aber Quatsch. Aber vielleicht sollten wir noch mal umziehen. Aber das werden wir uns angucken. Ich meine, jetzt wird's hell. Dankeschön, Frau Preier. Das werden wir uns angucken, wenn alles hell ist. Ah, dann laufen wir noch mal rüber. Und sollte es so sein, wie ich mir das denke,
dass wir da eine tolle Ecke finden. Dann stellen wir da unten unsere Hütte hin. Gleich in der Nähe vom Schwefel. Weißt du? Dann können wir nämlich aus dem Vollen schöpfen und die Welt ist in Ordnung. So, ich will jetzt hoffen, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind und nicht noch mal eine Runde drehen müssen. Gucken wir mal hin. Ja. Passt schon, ne? Ich würde sagen, den Rest des Weges, den schaffen wir alleine. Würde euch damit entlassen wollen. Wobei, warte mal, ich bin hier schon wieder viel zu weit oben. Ausdauer, wir müssen an der Ausdauer was machen. Naja, zum Schwefelfarm ist das zu weit hier, der Weg. Das müssen wir anders klären. Es bläst da gerade wieder das Vieh unten rum. Aber da sollten wir wegrennen können, ohne dass der uns was tut. Wenn wir jetzt schon hier unten am Wasser sind, ich werde mal ganz kurz meinen Wasserschlauch auffüllen. Das macht die 6 und dann trinken wir auch gleich noch einen Schluck. So, und dann hoffe ich, dass wir jetzt hier rein dürfen. Nein, wir dürfen. Doch, wir dürfen, wa? Hier oder dann drüben? Wir sind gleich da. Gleich sind wir da. Hier rein, da rein oder wo sonst? Na, hier natürlich, alles klar. Ja. Okay, das war eine aufregende Geschichte, fand ich. Und was soll ich sagen? Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Kinder, Kinder, Kinder. Haben wir denn was mitgenommen? Das ist natürlich noch die Frage. Wir haben, außer Pilze haben wir nicht weiter mitgenommen. Aber das ist auch ja nicht so die Frage. Die Frage war ja gewesen, was ist am See? Und da haben wir gesehen, oh je, wir haben da Schwefel. Und damit ist die Welt in Ordnung. Wir können uns damit alles herstellen, was wir für die Zukunft brauchen. Und von da so stark loslaufen, dass uns eigentlich gar nicht mehr passieren kann. In diesem Sinne, Freunde, bleibt dran. Drückt den Abo-Knopf, drückt die Klingel, dass ihr kein Video verpasst. Gebt mir ein Like oder ein Dislike. Alles ist erlaubt. Aber was das Wichtigste ist, schreibt in die Kommentare alles, was euch einfällt. Gut, schlecht, Hinweise, Anregungen, Kritiken. Alles ist willkommen. Hauptsache, wir reden miteinander. Alles klar, in diesem Sinne, Freunde. Sagt tschö mit Ö, euer Onkel Nupsi.